Und herzlich willkommen bei der Folge Nordfriesische Marsch mit mir, dem Akkord, am Dienstag. Wir sind noch fleißig weiterverkaufen. Wir werden jetzt gleich, nachdem wir alles verkauft haben, mal ganz kurz ein bisschen shoppen gehen. So ein paar Flächen zumindest. Weil irgendwo muss halt Geld ja hin. Und wir sehen ja auch gleich schon, es gehört ja schon ein ganz großes Stück dieser Karte. Im Endeffekt, von daher. Ich glaube, alles bis aufs Letzte können wir uns wahrscheinlich nicht kaufen, aber doch einen großen Teil ist in der Kette ja wohl drin und wir können ja echt dann. Ach, guck mal, hier läuft. Ich komme auch immer irgendwie auf Q-Tab. Keine Ahnung. Heute ist irgendwie nicht so mein Tag. Damit gehört ja schon ein bisschen was, muss man ja sagen. Ist natürlich die Frage, welche Flächen wir jetzt weiter investieren. Dadurch könnte man hier die Ecke eben so nehmen, so wegnehmen oder hier. Oder investieren wir in diese Flächen hier? Kostet die 1,2 Millionen. Meine. Kostet ja fast nichts hier. Natürlich erstmal gucken, was auf den ganzen Flächen überhaupt draufsteht. Auf 4 stehen Sonnenblumen. Auf 47 steht Mais. 56 steht Weizen. Auf 18 steht Hafer. Auf 55 Kartoffeln. Auf 3 stehen auch Kartoffeln, dann haben wir jetzt ja satt genug Kartoffeln. Erntereif. Da ist auch Erntereif. Ja, müssen wir mal gucken, glaube ich. Ja, genau, mit dem LKW gelandet. So. Schlachter. Dran vorbeigescrollt. Wurst. Können wir denn Wurst werden? Wo werden wir denn Wurst los? Aldi. Oh, Aldi ist aber auch ein kleinerer Tier jedes Mal. Gut, egal, wir haben ja Zeit. Das hätte es ja keiner. Wir ernten jetzt so wie es fällt, ganz ehrlich. Und wenn wir nächstes Mal noch mehr Flächen haben, die wir ernten können, ja, dann fahren halt auch 2 Rübenroder mit los. Oder 2 Roder allgemein. Kartoffel, Zuckerrüben, Karotten, ist ja nur scheißegal. Fährt halt alles, was wir da haben. Ist ja. Ist ja nicht so, wir haben die Technik, ja, mein Gott. Wir haben die Technik, ja. Haben jetzt dick geshoppt, 5 Millionen Euro weg. Haben aber jetzt auch ein paar Flächen wieder dabei gewonnen. Und wir sind ja längst noch nicht fertig. Wir müssen ja noch ein bisschen Wurst wegbringen und hast nicht gesehen. Also, da ist wohl gleich noch ein Millionchen wieder auf dem Konto wahrscheinlich. Aber ja, mein Gott. So. Auf eine Aldi. Könnte man jetzt eigentlich auch mal unten lang fahren und so neuen Flächen. Einmal gucken zumindest. Nur gucken. Nur gucken. Wir müssen ja nichts machen, aber nur gucken. Mm-hmm.
Ach ja, Sonnenblumen. Sind aber nicht gedüngt, von daher geht das relativ zügig wahrscheinlich. Dadurch, dass die halt nicht gedüngt sind, kann das halt dann echt zügig gehen. Hier vorne steht Hafer, das passt ja auch alles. Schön. Vorne steht ja unser Vermehrungsgras. Vielleicht pflanzen wir dann auf dem anderen Stück auch nochmal Vermehrungsgras, dann haben wir zwei kleine Stücke dafür. Ich werde aber jetzt, glaube ich, keinen Stroh mehr machen. Weil Stroh brauche ich nicht mehr bis zum Projektende, denke ich mal, dann haben wir Saatung genug. Gras glaube ich auch nicht, dass wir da irgendwas brauchen, weil so lange werden wir nicht, wenn wir im Spiel vielleicht noch eine Woche vorspulen, bis alles durch ist, dann ist das Projekt wahrscheinlich auch wohl um. Von daher machen wir das jetzt gar nicht. Wir werden jetzt noch ein bisschen ernten, noch ein bisschen da Bock haben und so ein bisschen entspannt. Und uns jetzt hier noch so die letzten Meilensteine im Endeffekt abarbeiten und vielleicht noch ein paar Flächen kaufen oder so. Flächen kaufen geht ja auch eigentlich immer. Ist das eigentlich hier auch meine Fläche schon? Ah ja, genau, die lange hier neben ist auch meine. Und der Fitzel hier unten müsste auch meine sein. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, Karotten satt. Ach, ich bin auch sowas von unwegig gefahren. Egal. Egal. Wie gesagt, ich kann es auch nicht. Also ist schon, guck mal, sieht schon ganz geil aus, also was uns alles gehört. Natürlich, wir haben noch einige Flächen, die wir uns noch kaufen könnten. Aber ich glaube, allein dieser Kauf, der werden wir, glaube ich, kaum alles nochmal bewirtschaften und abernten und ansehen. Ich glaube es kaum. Weil im Endeffekt wenn wir jetzt noch 2 Monate weiter sind, also wir haben jetzt noch ganz grob 60 Tage. Da muss jetzt Marc erstmal seinen schlauen Taschenrechner rauskramen, weil Marc und Kopf rechnen, die mögen sich, vertragen sich nicht so. Hier stehen auch Kartoffeln, Alter. Ja, hier steht alles voll mit Kartoffeln und Zuckerrüben und so ein Scheiß. Wo ist denn mein Taschenrechner jetzt hin? Kalender habe ich gefunden und mein da ist Taschenrechner. Wir haben im Endeffekt noch 60. Wir haben noch ganz grob 2 Wochen. Wir haben noch ganz grob. Ah, wir haben nicht mal mehr. 30, ja, vielleicht noch 50 Tage. 50 reine Aufnahmetage. Das heißt 50 Folgen. Also mal 15 Minuten sind 750 Minuten. Und das durch 60. Ja, sind noch 12,5 Stunden, Alter. Das werden wir nie im Leben ernten. Also wir brauchen einen fürs Dreschen und fürs Zuckerrüben ernten und so ein Scheiß. Einfach gefühlte Ewigkeiten. Also wie gesagt, da werden wir noch kaum, also wie gesagt, wenn wir noch 15 Stunden hier vielleicht Spielzeit draufkloppen, dann ist ja auch wahrscheinlich der Arsch ab und wir können mit dem neuen Spiel starten. Ich muss allerdings auch immer noch sagen, ich habe LS noch nicht vorbestellt. Muss ich mal gucken, ich das nächste Woche irgendwie mal mache oder so. Ich muss mich auch immer noch mit Marcel unterhalten. Muss ich ihn gleich mal eine WhatsApp schreiben. Weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mir jetzt die 70-Euro-Version holen soll mit allen DLCs, mit dem Season Pass und was weiß ich nicht, was es da alles dabei gibt. Oder ob sich das für meine Wenigkeit einfach nicht lohnt. Spontan aus dem Bauch raus würde ich jetzt spontan sagen, dass es sich für mich nicht lohnt. Aber deswegen wollte ich da mal mit Marcel sprechen, ob was er dazu sagt, ob man das vielleicht einfach mal macht. Ob das System geiler ist oder nicht. Weiß ich auch nicht, aber vielleicht ist es ein Versuch wert, vielleicht klappt es auch ganz geil, vielleicht ist es auch ganz geil, aber ich werde mir auf jeden Fall alles vorbestellen, das ich schon mal habe. Und dann müssen wir mal gucken. Bei 300.000 kommen wir noch mal vorbei mit dem Schwung und könnten eigentlich schon eine richtig schöne Rübeaktion machen.
hier steht auch noch Mais. Werden wir aber nicht häckseln, wenn wir höchstens dreschen. Weil ich glaube, häckseln werden wir jetzt auch nicht mehr machen. Funktioniert zwar richtig geil, gar keine Frage, aber muss ja einfach sagen, es ist ja schon besser so, wenn wir sagen, komm. Wir machen wirklich noch das, worauf wir Bock haben. Wenn ihr noch was habt, was ich unbedingt noch mal in diesem Projekt machen soll, dann sagt es mir auf jeden Fall. Weil so viele lange haben wir nicht mehr. Lasst es jetzt noch 50 Tage sein vielleicht, wenn überhaupt. Theoretisch könnten wir haben jetzt noch 4 Minuten. Ich könnte ja mal ganz kurz eben durch meinen Kalender werfen. Dann können wir theoretisch sogar fast ganz genau ausrechnen. So, die ersten Folgen. Heute ist der 7. Die kommen am 11. Usch, da mein Kalender. So, dieser Monat geht bis 30. Das heißt, minus 11 sind 19. Und dann... ja, ich hab's gleich. Und dann 19 plus 22 sind 41 Tage, also 41 Tage haben wir noch, das ist gar nicht mal mehr so viel. Ich habe mit 50 kalkuliert, obwohl 41 mal 15 Minuten sind 615 Minuten durch 60, ganz grob. Also 10,5 Stunden noch. In 10,5 Stunden kriegst du nichts fertig, Alter. Wenn wir mit der Güllekolonne ausdrücken, sind wir schon 5 Stunden unterwegs. Güllegrubbern hätte ich nochmal Bock drauf. Muss ich ja sagen, wie es ist. Muss ich aber auch sagen, dass das noch so ein... Da müssen wir halt auch erstmal was für haben, weil aktuell haben wir leider gefühlt gar nichts an Gülle oder Gerste. Weil dann will ich auch ganz gerne, dass die Kolonne aus einem Silo holt und nicht aus 5 oder so. Das ist mich auch total nervig. Weil ich würde ja ganz gerne mit dem Güllegrubber nochmal los. Oder irgendwie ein Feld einmal hoch runterziehen. Das hat zwar dann wahrscheinlich keinen Nutzen mehr, aber Bock hätte ich da wohl noch drauf. Das würde ich dann aber fast eher zum Ende machen, weil vielleicht in der letzten Woche. Weil ich ja, wie gesagt, so ein Problem mit dem GPS-Mod habe. Dass ich da kaum oder ungern jetzt noch dabei den Mod nochmal draufziehen würde, weil wahrscheinlich gerade, ob ich dann nochmal das Safe-Game retten möchte. Oder ob ich dann nochmal mir die Mühe machen würde, das Half-Game zu retten, weiß ich nicht. Ich glaub's nicht. Was ich euch aber vergessen habe zu erzählen, wisst ihr wahrscheinlich schon. Ich habe gerade ein Update für Bussim gefahren. Ich weiß noch gar nicht, was die Updates wahrscheinlich genau sind. Muss ich gleich auch mal reingucken. Weil als ich Updates... ich habe Updates gefahren, habe da mal nachgeguckt, habe also auf die Schnelle jetzt nichts gefunden. Ich dachte, komm, guck's dir später mal rein. Schade, die ist ja auch nicht weg. Ich bin mal gespannt, was da jetzt so Neues drin ist. Aktuell macht es richtig Laune. Ich habe noch richtig Bock drauf. Ich komme zwar aktuell auch wieder nicht so viel dazu, wie ich ganz gerne möchte, weil ich mir da ganz gerne noch Zeit für nehmen möchte. Ist aber aktuell so ein bisschen schwierig, muss ich ja sagen, wie es ist. Aber gut. Könnt ihr nichts dran tun? Kann ich nichts dran tun? Trotzdem muss es ja irgendwie weitergehen. Und ich muss unbedingt, das muss ich dieses Wochenende auch machen, mein Lesezeichen aufräumen. Bei mir im Google Chrome, da hat sich so viel geändert jetzt die letzten Monate. Und ich muss meinen Passwortmanager ein bisschen aufräumen, weil da sind Passwörter dabei, die Accounts, Alter, die brauche ich wahrscheinlich nie wieder. Das muss einfach mir jetzt weg. Vor allem Lesezeichen, da muss ich aufräumen, Alter, wenn du, ich habe schon mal einen Ordner erstellt. Ich habe einen Ordner. Da sind Lesezeichen reingekommen, dann habe ich da Unterordner mal erstellt. So ein bisschen sortiert. Ich kann schon wieder scrollen, weil da schon wieder so viele Lesezeichen dabei sind. Glaubt man nicht, wie viele Lesezeichen man sich überall macht. Im Endeffekt, davon nutzt man wahrscheinlich nur eine Handvoll, aber weil man dann doch schneller weiß, wo es anders liegt, als wenn man dann durch seine Lesezeichen scrollt. Aber gut, das ist ja auch nicht so euer Problem, sondern eher so meins. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, danke, tschüss.